Maschine. Steve, ich wollte eine Seilfahrt anmelden, siebente Sohle. Und mach ein bisschen sachte, wenn du dein Vater runterfährst, ne? Lange ist es her, dass sie gemeinsam in die Tiefe gefahren sind. Heute ist ein besonderer Tag für die ehemaligen Bergmänner Wolfgang Schilka, Hardy Wenzel und auch für Heiko Biedermann. Fast ihr ganzes Leben haben sie unter Tage verbracht. Großes Männerspielzeug. Ihre letzte Grubeninspektion steht an und es heißt Abschied nehmen. Also wenn wir bis zum Bauch im Wasser stehen, laufen die Pumpen nicht. Ja, die haben bitte schon bloß Schuhe an. Was ist schlecht? 96 Meter hinab, auf die siebente Sohle vom Kalkwerk Lengefeld. 500 Jahre hat der Kalk den Menschen der Region Brot und Lohn gegeben, aber auch Ruhm und Ärger eingebracht. Viele Geschichten ranken sich um den weißen Stein, aber es ist Schicht im Schacht von Lengefeld. Unter Tage herrschen 8 Grad, eine extrem hohe Luftfeuchte und ein lauer Wind. Die einstigen Herren des Lengefelder Reviers müssen sich erst einmal wieder orientieren. Wenn jemand sagen darf, ja, gehen wir da und da hin, muss ich sehr nachdenken. Dann suchen wir die 736, vielleicht findest du. Ja, keine Chance. Hat der Wolfgang gesagt, pass mal auf, wir gehen mal ins neue Lager. Ne? Neues Lager, wenn wir warten, das kriege ich vielleicht mal nicht mehr so hin. Ein riesiges Labyrinth liegt unterhalb des ländlich-idyllischen Ortes Porkau-Lengefeld. Mit einem kleinen Multicar erobern die Bergmänner noch einmal ihr altes Reich. Wie eine große Stadt über 12 Stockwerke. Mit kilometerlangen Straßen, Kreuzungen, hohen Gewölben. Hardy Wenzel war der letzte Grubenleiter und hat wie einst wieder die Regie übernommen. Steuert die ehemaligen Bergmänner durch die Unterwelt von Lengefeld. Heiko Biedermann ist von Beruf Steinhauer. Mit Kennerblick begutachtet er die alte Infrastruktur. Luftleitungen, Elektrik, Schienen, Wasserrohre. 2015 wurde der Bergbau stillgelegt. Seitdem wird ausgeräumt für die baldige Flutung. Verwahrung heißt das im Bergmannsjargon. Ja, das ist ja nicht so wichtiges Zeug mehr hier. Es kann im Prinzip im Bergwerk alles drin bleiben. Ja. Was nicht umweltgefährdend und wassergefährdend ist. Ja? Also zum Beispiel die Gleislage wird sich ja keiner hier entfernen. Ansonsten lässt man eigentlich meistens das in der Grube drin, weil einfach der Aufwand, das zu gewinnen, viel, viel teurer ist, als wie man dann Erlöse beim Schrott zum Beispiel erzielen kann. Wenige Wochen zuvor. Die größten Einzelstücke werden per Kran geborgen, wie diese schwere Schaufel eines Fahrladers. Das Problem? Die tiefsten Sohlen von Lengefeld haben keine Zufahrt. Und alles, was raus soll, muss über den Wetterschacht. Auch die Lok der alten Grubenbahn. Die vor 100 Jahren eingerichtete Logistik hat ausgedehnt. Bei ihrer Abschiedstour durch den Untergrund kommen Erinnerungen hoch. 26 Jahre hat Steinhauer Heiko Biedermann unter Tage gearbeitet. Immer der Erste im Berg, wenn der Staub der Sprengung verflogen war. Ich muss eigentlich sagen, ich habe viel, sagen wir mal, Scheiße mitgemacht. Ja. Na, überall, wo was passiert ist, haben sie mich mit hingesteckt. Da war ich immer mit vorne dran. Besonders das Jahr 1992 ist ihm da in Erinnerung. Die Treuhand hat das kleine Kalkwerk gerade an ein Westunternehmen verkauft. Die neuen Herren investieren Millionen in moderne Technik und wollen alsbald auch Gewinne sehen. Noch im Jahr der Übernahme passiert ein Unglück. Damals hat es hier einen großen Tagesbruch gegeben. Und dieser Tagesbruch hätte beinahe das Aus der Grube bedeutet. Heiko Biedermann hat an diesem letzten Oktobertag Geburtstag. Will zum Kaffeetrinken zu den Eltern, als er aufgehalten wird. Und da waren wir dann mit hier, haben abgesperrt, schon ein Teil vom, war schon im Wald, war schon eingesackt.
Und wo wir dann Absperrband gezogen haben, das hat gekrocht und geknackt hier draußen und gepfiffen. Für Wolfgang Schilka damals ein Schock. Er ist der neue Chef vom Kalkwerk. An diesem Samstag muss er zuallererst klären, ob Wanderer im Wald zu Schaden gekommen sind. Ja, wie ein Erdbeben war das, ja, so muss man sich das vorstellen. Die Bäume standen alle wie Mikados kreuz und quer. Und der Rampenteil ist samt Maschinen verbrochen. Es waren richtige Treppenabsätze von 2 Meter Größenordnung, wo es dann abwärts ging. Es war also auch nicht mehr möglich, diese Maschinen irgendwie aus diesem Rampenteil zu holen. Schnell gibt es Entwarnung, keine Verletzten. Aber die neue Einfahrtrampe, die den Bergbau von Lengefeld technisch revolutionieren sollte, ist komplett zerstört. Auch eine Baumaschine verschwindet im Berg. Bis heute ist sie noch dort, als stabilisierendes Füllmaterial. Hardy Wenzel ist erst ab 2011 Grubenleiter. Dennoch kennt er das Problem, das damals höchstwahrscheinlich zum Unglück geführt hat. Wenn sowas passiert zu einem Ereignis, hat jemand Fehler gemacht. Hundertprozentig, das darf auch nicht passieren. Und es gibt dann noch einen Kardinalfehler, den viele Besitzer von Bergwerken auch heute machen. Die sind dann zu gierig. Ne? Die wollen natürlich so viel wie möglich Rohstoff. Da wird dann an den Pfeilern rumgeknabbert und auch die Schweben, also die Abstände von den einzelnen Säulen da. Da kann man ja auch noch vielleicht einen Meter, ne, und so weiter. Irgendwie verfolgt es schon einen im Kopf. Ne? Es gibt heute noch Stellen hier oben, wo ich sage, hier gehe ich nicht in die Pilze. Die Grube ist stillgelegt. Doch oben im Kalkwerk Lengefeld wird noch gearbeitet. In der Aufbereitungsanlage, wo die nächste Generation Biedermann anzutreffen ist. Heiko besucht seinen Sohn an dessen Arbeitsplatz. Steve Biedermann ist einer der letzten Lengefelder Kalkwerker. In den Fußstapfen seines Vaters. Für mich war es eigentlich nur eine kurzfristige Überbrückung. Ja. Es war nie geplant. Also machen wollte ich bloß ein Jahr, jetzt sind es 13. Und führt halt die Tradition weiter, wenn wir es mal so wollen. Ja. Traditionell ist, dass der Kalk in Lengefeld noch aufbereitet wird. Das Material allerdings kommt aus einer neuen Grube in Hammer unter Wiesenthal. Hey, hier nehmen wir die Starrestrom. Feine Marmormehle für die Bauindustrie werden hier gesiebt. Eine vollautomatische Anlage, die alle möglichen Körnungen auf Knopfdruck herstellt. Mit der Qualitätskontrolle hat Heikos Sohn eine verantwortungsvolle Aufgabe. Hier haben wir nochmal einen Magneten. Dann haben wir die ganzen Sprengdrähte, alles, was hier jetzt an Endprodukt soll. Sprengdrähte haben im Endprodukt nichts zu suchen. Schließlich geht es von Lengefeld in die ganze Welt. Die Bergung der Technik aus der stillgelegten Grube ist fast beendet. Nur die schweren Kolosse müssen noch raus. Das übernimmt eine Spezialfirma. Bergbautechnik ist groß und sperrig und muss mit Fingerspitzengefühl aus der Sohle gelenkt werden. Dieses 11-Tonnen-Gefährt, ein sogenannter Fahrlader LF4, konnte einst 10 Kubikmeter Kalk mit einer Schaufel fassen. Jetzt soll er verkauft werden. Aber der Qualm verheißt nichts Gutes. Am Mundloch eines alten Stollens bleibt er endgültig liegen. Jetzt ist der Fahrlader entweder Schrott oder maximal noch ein Museumsobjekt. Im unterirdischen Labyrinth sind der Geologe und der Ex-Grubenleiter jetzt auf Kalk gestoßen. Dolomitischer Marmor heißt der in der Fachsprache und macht Bergleute glücklich. Hier unten ist er fast noch überall zu finden, mit einer Qualität, die extrem selten ist. Ich habe einen schönen Stein gefunden. Ein wunderschöner CaCO3, der hier durchleuchtet. Ne? Also wenn das jetzt natürlich gegeben ist,
dann ist es die beste Qualität, die man kriegen kann. Sieht noch ein bisschen so aus wie ein Würfelzucker so nebenbei. Wenn man genau drauf guckt, sogenannte Zuckerkorn. Ja, also das ist natürlich hier hochfein, wunderschön, fast ein Schatz. Da lacht das Geologenherz. Das ist der Riesenvorteil dieses Längefelder-Materials. Es ist vor allen Dingen kältebeständig gegen Frost. Was viele der Marmore, die zum Beispiel aus Italien oder Spanien kommen, nicht sind. Besser als Carrara-Marmor. Damit punkten sie auch nach der Wende, als es zur Übernahme des DDR-Betriebs kommt. Eigentlich geht es damals dem Längefelder Kalkwerk wie vielen Betrieben im Osten. Die Absatzmärkte sind weggebrochen, die Produktion ist museumsreif, es droht die Entlassung aller Mitarbeiter. Und trotzdem finden sie einen starken Investor. Man hat natürlich an die Angelhaken ein paar schöne Stücken ran gemacht. Das ist Interesse von den Firmen aus den alten Bundesländern natürlich dann groß war. Ne? Und dann hinterher musste man doch vielleicht der eine oder andere mal die Hosen ein Stück runterlassen und sagen, ja, doch nicht ganz. Ganz so toll war es dann doch nie, wie wir das euch so gezeigt haben. Aber dann war schon der Köder gegessen. Ne? Ja. Und alle Leute hatten wieder ihre Arbeit nach der Wende. Noch 23 Jahre holen die Bergmänner den Marmor aus der weißen Tiefe. Dann heißt es, die Lagerstätte Längefeld ist nicht mehr rentabel. Der Ertrag auf dem Weltmarkt rechnet sich nicht zum Aufwand bei der Förderung. Das Todesurteil für den Kalkabbau von Längefeld. Aber der Geologe Wolfgang Schilka ist sich sicher, da ist noch was. Und es lohnt sich noch. Es gibt noch eine Fortsetzung in die Tiefe hinein vom alten Lager. So dass also eigentlich hier in dieser Lagerstätte schon noch ein gewisser Teil an Vorräten ist. Und vielleicht hätte man hier, wenn man im Altlager gewesen wäre, noch zusätzlich ein sechstes Lager gefunden. Das wissen wir ja nicht. Es ist ja nie so weit gekommen, dass man die Chance hatte, das zu beweisen, es ist noch was da. Doch jenseits des weißen Steins birgt der Längefelder Berg noch ein ganz besonderes Geheimnis, das die Region vielleicht eines Tages berühmt und reich machen könnte. Und jeder Bergmann weiß etwas darüber, auch Heiko Biedermann. Der liegt ja jetzt noch der, aber das weiß gar niemand. Was liegt da noch? Das weiß ja niemand, wo es liegt. Es fehlen ja noch über 40 Bilder. Noch der, aber das weiß gar niemand. Was liegt da noch? Das weiß ja niemand, wo es liegt. Im Keller. Es fehlen ja noch über 40 Bilder. Es geht um die Vorgänge im Jahr 1945, als das Kalkwerk ein wichtiger Ort für die Nazis wird. Im Geheimen werden fast 200 wertvolle Kunstwerke der Dresdner Gemäldegalerie ausgelagert. Geschützt vor den Bomben und versteckt vor dem Feind. Auf obersten Befehl des sächsischen Gauleiters Martin Mutschmann. Um dieses Stück Geschichte, das später sogar verfilmt wird, ranken sich bis heute viele Legenden. Längefeld als Kunstversteck der Nazis. Hin und wieder führt Roberto Sachse Interessierte in die Bruchsohle. Vieles, was zum Kriegsende geschah, weiß er von seinem Vater oder aus zweiter Hand von Bergleuten, die dabei waren, als die Kunstwerke erst in den Berg hinein und dann wieder hinausgeschafft wurden. Die haben dann direkt eine Rutsche gebaut. Ist direkt Hölzer angeliefert worden. Ja. Oft wurden erst die Brackenteile runtergelassen. Ja. Die haben die dann rüber geschafft. Wenn man wollt und euch da der Schnee nicht stört, da kann man ja gerne mal runtergehen. Na, aber das wollen wir jetzt auch noch sehen. Seine beiden Gäste waren 1975 schon einmal am einstigen Tatort. Katja Pinzer-Hennig und Andreas Peitzold sollten als Schüler die Rettung der wertvollen Gemälde erforschen. Damals trifft die Pioniergruppe auf einen Zeitzeugen, der eine unglaubliche Geschichte erzählt. Gleich neben Katja und Andreas steht der ehemalige Sprengmeister von Längefeld, Gerhard Götze. Der Meister Götze erzählte uns, dass er den Auftrag hatte, in der Nähe der Bilder etwas zu sprengen. Unvorstellbar. Wir hatten sie vorher in der Gemäldegalerie gesehen, haben gesehen, wie sie behütet worden sind dort. Es hatte was Barbarisches irgendwo. Ja. Und das sollte kaputt gemacht werden, es sollte nicht erhalten werden. Also das hatte, ja, barbarisch ist sicherlich der richtige Begriff dafür. Ne? Da haben wir 24 Löcher müssen bohren.
und sollten dann, wenn der Anni dazu was für den Sieg machen, sollten das einschießen. Dann fliegt die ganze Wand runter. Und dann hatte ich gesagt, die können machen, was sie wollen. Wir schießen das nicht ein. Diese Geschichte kennt der einheimische Roberto Sachse ganz anders. Niemals sollten die Kunstwerke durch Lengefelder zerstört werden. Diese Meer wurde immer wieder aufgezogen mit diesem Sprengen. Ja, es gibt auch ein paar krasse Sprüche in der Richtung, ketzerische regelrecht, die da sagen, der Gerhard Götze hat seinen vaterländischen Verdienstorden Bronzedorf erhalten, dass er die Zinsschnüre durchgeschnitten hat, die ja gar nicht da gewesen sind und solche Geschichten. Damals dürfen die Schüler nicht nur in die offene Sohle von Lengefeld, sondern auch in die Werkstätten der Dresdner Gemäldegalerie. Rubens, Rembrandt, Canaletto, Tizian. Hier zeigt man Andreas und Katja die Schäden, die die Gemälde im Krieg erlitten haben. Eines hat sich bei Katja Pinzer-Hennig nachdrücklich eingeprägt. Ja, insbesondere der Tizian-Zinsgroschen. Ja. Der hat unheimliche Schäden bekommen in diesen Tagen, wo er ausgelagert war. Kamen die Nässe-Schäden durch eine fahrlässige Lagerung? Roberto Sachse wehrt sich gegen diese Version der Geschichte. Die Bilder seien damals in Kisten verpackt gewesen. Und sogar eine Klimaanlage habe man für die Gemälde installieren wollen, was nur nicht stattfand, weil es keinen Strom mehr gab. Der Tizian Zinsgroschen ist auf Lindenholz gemalt und war da besonders für die Feuchtigkeit anfällig. Aber es gibt Leute, die behaupten, dass hier die später dokumentierten Schäden gar nicht aufgetreten sind. Erst auf dem Transport in die SU. Die Gemälde werden im Sommer 1945 von sowjetischen Soldaten nach Moskau gebracht. Nur zur Restaurierung, erzählt man den damals 11-Jährigen. Für Katja und Andreas ist es eindeutig eine Rettung in letzter Sekunde. Wir haben geglaubt, dass die Sowjetarmee die Dresdner Kunstschätze gerettet haben. Ja. Wir waren Kinder. Damals treffen die Schüler auch auf eine russische Kunstwissenschaftlerin, die beim Abtransport der Gemälde dabei war. Und Katja darf sogar eine Frage stellen. Mich würde interessieren, was die sowjetischen Soldaten bewegte, als sie die Bilder sahen. Sie waren wunderbare Menschen. Dresdenske Galerie. Da haben sie so mit Gemäldegalerie umgegangen. Wie Mutter mit kleinen Kind. Wie eine Liebesmutter. Das Lengefelder Bilderdepot wurde geräumt von einer Trophäenkommission. Ruhm und Ehre haben die Rotarmisten nach Meinung von Roberto Sachse dafür nicht verdient. Eigentlich ist es wirklich so, dass die das als Beutekunst angeschaut haben. Das ist, steht für uns außer Zweifel. Das war schon Einsammeln von Kriegsbeute. Man kann es nicht verübeln. Die Deutschen haben es ähnlich gemacht, wollen wir mal ganz ehrlich sein. Aber letzten Endes zählt ja das Ergebnis. Die Dresdner Kunstschätze sind noch da. Oder besser, wieder da. 11 Jahre bleiben die Gemälde in der Sowjetunion, ehe sie 1956 nach Dresden zurückkehren. Bis heute scheiden sich die Geister an der Frage, ob die Rückgabe überhaupt geplant war. Allein aus Lengefeld fehlen noch über 40 Gemälde. Unauffindbar und eine Quelle für Spekulationen. Wenige Jahre später wird das Kalkwerk zur Filmkulisse, genau mit jener Geschichte, die so viel Aufregung verursacht hat. Die von den Nazis in Lengefeld versteckten Kunstwerke. Die Moskauer Filmstudios und die DEFA inszenieren mit 5 Tage, 5 Nächte eine Story, die klar zwischen Gut und Böse unterscheidet. Und ich weiß noch, als der eine SS-Mann durch das Bild, also das Bild schießt, stöhnte ein ganzer Saal auf von 1500 Leuten. Anne-Katrin Bürger erinnert sich noch lebhaft an die Premiere in Moskau. Sie ist der weibliche Star des Films. Das Drama erzählt die Geschichte, wie die Deutschen wertvollste Kunstschätze der Vernichtung preisgeben, ohne mit der Wimper zu zucken. Und wie die sowjetischen Soldaten diese retten, unter Einsatz ihres Lebens. Gut. Ha? ...1960 entsteht der Film und Anne-Katrin Bürger ist gerade mal 23 Jahre alt. Nach der Wende, da kam irgendein Museumsmensch und beschimpfte mich
über den Film, wie verlogen der sei und dass die Bilder doch alle wunderbar gerettet waren und in Ordnung waren. Und der Journalist beschimpfte mich gleich mit, als ob ich also diesen Film allein gemacht hätte. Das war für mich ein Erlebnis, das fand ich erstmal gleich zum Kotzen. Da war ich erstmal sauer und bin dann einfach gegangen. Ob der Spielfilm Fünf Tage, Fünf Nächte die Wahrheit der Lengefelder Vorgänge verfälscht? Für Anne-Kathrin Bürger steht das nicht im Vordergrund. Für die Schauspielerin ist ein ganz anderer Fakt entscheidend. Egal, ob jetzt die Bilder alle im Wasser standen, weiß man ja alles nicht so präzise mehr. Insofern weigere ich mich da zu politisieren um so einen Film. Ich kann sagen, okay, die Russen haben das Recht, es so zu machen, ein bisschen heroisch zu machen, weil dieses Volk ja wirklich einen Krieg erduldet hat, mit allen Opfern, die also möglich waren. Was sie bei den Dreharbeiten mit den Russen erlebt, ist vor allem Herzlichkeit und Wärme. Anne-Kathrin Bürger hat das nicht erwartet, gegenüber einer Deutschen. Ich hatte einfach Glück, ich war die Hauptdarstellerin, ich wurde geliebt von den Leuten, umarmt, geküsst. Da stört mich das alles gar nicht. Was nun Fünf Tage und Fünf Nächte ist, ja kein Weltkulturerbe geworden in dem Sinne. Verstehen Sie? Der reale Weg der Kunstschätze von Lengefeld nach Moskau und wieder zurück nach Dresden ist allerdings etwas anders gewesen. Irina Alter hat lange an der Wahrheit geforscht. Die Petersburger Kunsthistorikerin kommt oft an den Ort, an den die Kunstwerke zurückgekehrt sind, in die Dresdner Gemäldegalerie. Ihr erster Weg führt sie immer zum Zinsgroschen, dem damals am meisten geschädigten Bild. Für sie jedes Mal ein Wunder, das Gemälde so zu sehen. Also die Zeit, als es also letztlich so schlecht in Bildern ging, war relativ kurz. Trotzdem war es eindeutig schädlich und ganz besonders war das Gemälde von Tizian betroffen, also Zinsgroschen. Das Luft war muffig und es tropfte von den Wänden und es war wirklich schlimm. An über 100 Standorten in Sachsen werden zum Kriegsende Kunstschätze vor den Bomben in Sicherheit gebracht. Die Bergung durch die Sowjetarmee aus den feuchten Stollen von Lengefeld war für die Gemälde eindeutig überlebenswichtig. Allerdings, so weiß Irina Alter, war eine Rückgabe an die Deutschen nicht geplant, zumindest anfangs. Der Wahrheit entspricht, dass man am Ende des Krieges geplant hat, also die Kunstwerke als Entschädigung, als Trophäe aus Deutschland mitzunehmen. Man hatte Pläne gehabt, ein Museum in Moskau zu errichten und das sollte auch Louvre zu Napoleonzeit in Schatten stellen. Also es waren also ganz groß angelegte Pläne und so hat man auch letztlich gehandelt. Die sowjetische Haltung ändert sich nach dem Tod Stalins. Im März 1955 befiehlt der neue Staatschef Chruschtschow eine umfängliche Rückgabe der Dresdner Kunstschätze an die DDR. Wie Recherchen von Irina Alter belegen. Darunter auch dieser 500-jährige Botticelli, ein Lengefelder Fund. Einer der wichtigen Beweggründe bei der Rückgabe war auch die Hoffnung, dass man eigene Werke zurückbekommt. Also von der deutschen Seite, dass die irgendwo sind und man bekommt sie zurück, wenn, also auch gewisserweise Tausch. Da hat man sich geirrt, man hat nichts mehr, nicht sehr viel gefunden. Aber längst nicht alle Dresdner Gemälde kommen aus der Sowjetunion zurück. Teilweise vermisst, vielleicht geplündert, irgendwo in Depots russischer Regionalmuseen verschollen. Auch ein Fünftel der Lengefelder Gemälde. Die Fronten zwischen Deutschland und Russland sind bei diesem Thema verhärtet. Raubkunst, also das Wort Raubkunst, das wird ganz also, in diesem Zusammenhang sehr, also mit großem Schmerz auch letztlich wahrgenommen. Eines ist für die russische Kunsthistorikerin, die in Deutschland lebt, allerdings gewiss. Bernsteinzimmer-ähnliche Geheimdepots gibt es in Lengefeld nicht mehr. Vor allem in Kalkwerk scheint mir also eher unwahrscheinlich, dass da noch was ist. Zurück im Kalkwerk Lengefeld.
Heiko Biedermann, der Steinhauer, und Wolfgang Schilker, der Geologe, sind hier nicht auf der Suche nach den verschollenen Gemälden. Sie besichtigen den alten Brennofen, der zum Museum gehört. Ein Museum, das einen Superlativ für sich beansprucht. Es ist die bedeutendste historische Anlage der Bindemittelindustrie in Europa. Heiko Biedermann hat hier gearbeitet, bis es von einem Tag zum anderen stillgelegt wurde. Das war 1986. Ja, hier vorne, das ist noch ein alter Überköpflader. Das war noch in den Anfangszeiten, wo ich jetzt hier angefangen habe. Da ist man praktisch, hat man hier gestanden. Das war praktisch, waren die Bedienungshebel. Hier vorne war die Schaufel. Ja, mein Lokschein habe ich auch noch daheim. Den hast du noch? Ja, dann, den habe ich noch. Dann fahr da los. Lengefeld ist eines der kleinsten Bergwerke der DDR und hängt damals finanziell am Tropf der Wismut. Standard ist deutsche Nachkriegstechnik und Ausnahme russische Großgeräte. Interessant war zum Beispiel auch gewesen, dass für diesen neuen Schacht eine Schachtanlage installiert wurde, die eigentlich für Krivorock bestimmt war, für ein Eisenerzbergwerk, das bis aus 700 Meter Tiefe fördern wurde. So, wir fördern hier aus 96 Meter Tiefe und es steht eine Anlage obendrauf, ein Förderturm, der eigentlich ausreichend war, um aus 700 Meter Tiefe zu fördern. Das ist ein bisschen anachronistisch, aber das ist eben damals typisch gewesen. Was vorhanden war, wurde genommen. Die alte Verbindungsbrücke führt zum früheren Förderschacht. Heiko Biedermanns erster Arbeitsplatz. Komplett und quasi funktionstüchtig wurde die alte Industrieanlage in ein Denkmal umgewandelt. Auf Knopfdruck. Das war die Bedienung für die Fördermaschine. Es geht sogar noch. Hier konnte man unten mit der zweiten Sohle, wenn da irgendwas war oder wenn Frühstück gemacht wurde, es war irgendwas, eine Unterbrechung, konnte man durch ein Sprachrohr, wie auf dem Schiff früher. Geht 40 Meter nur noch, aber hat tadellos funktioniert. Als Wolfgang Schilker 1992 nach Lengefeld kommt, ist er überrascht, wie vorsintflutlich hier lange gearbeitet und welche Leistung trotzdem erbracht wurde. Ich kam aus einem etwas moderneren Betrieb, Zinnerz Altenberg. Bei uns waren Skip-Gefäße, die 6 Tonnen mit einmal förderten und das ging vollautomatisch. Aber das ist hier eine andere Welt. Aber lustig finde ich die Signaltafel, die hier ist, weil hier der Sprengmitteltransport mit dem eigenen... Eigenes Signal hat, was ja völlig ungewöhnlich ist. Das gibt es ja sonst in keinem anderen Schacht der Welt. Aber hier gab es viel, das was anders war, wie woanders mal. Zu DDR-Zeiten gelten die Lengefelder Kalkwerker gar nicht als Bergleute. Sie werden zum VEB Naturstein dazu geschlagen und sind damit von allen Untertagevorzügen ausgeschlossen. Keine Extrabutteration, kein Budget an Bergmannsschnaps und auch keine finanziellen Sonderzulagen. Ich bin mit 60 in Rente gegangen. Ja. Jugenddynamisch, mittellos. Also. Der kaputte Fahrlader liegt noch immer am Stollenausgang fest. Ob der LF4 bald zum Museumsinventar wird, ist noch nicht entschieden. Hardy Wenzel, der ehemalige Grubenleiter von Lengefeld, auf dem Weg nach Schneeberg. Am Traditionsstandort des Erzbergbaus werden die Bergmänner von morgen ausgebildet. Und Hardy, als alter Hase, will sein Wissen weitergeben. Glück auf, Jungs. Ja. Heute auf der Tagesordnung steht Born, Ausbildungsabschnitt Born an. Zu Gast ist heute bei uns der Hardy. Der Hardy ist in der Prüfungskommission. Glück auf, Leute. Glück auf. Die 4 Jungs sind im ersten Lehrjahr. Emil wird eingeteilt zum Bohren, Niklas soll anhalten und Franz kümmert sich um die Stütze. Zugucken ist nicht. Nur zu packen zählt unter Tage. Klar, wenn es Winter ist, da sieht man halt wenig Sonnenlicht, das ist so. Aber was gibt es denn Schöneres, als unter Tage zu sein? Überall glitzert es, überall funkelt es. Man hört nichts außer ein bisschen Wassertropfen. Hardy Wenzel ist bereits Frührentner, will aber sein Prüfungsamt nicht aufgeben. Zu wichtig ist ihm der Nachwuchs. Du hast da vor uns am Anfang nur das Gestänge gehalten. Du hast sogar keine Handschuhe an. Gegenüber den angehenden Bergleuten nimmt Hardy Wenzel kein Blatt vor den Mund.
Sie müssen wissen, was sie unter Tage erwartet. Wenn du jetzt hier damals den Überhallen fährst, oder so eine Rolle, musst du alles nach oben bohren. Da wirst du wie eine Sau. Du wirst also komplett nass und dreckig und was weiß ich. Äußerst unangenehm, wenn es dann ins Knie läuft. Bohrlöcher setzen im Minutentakt. Genau diesen Job wollen die Jungs, wegen der Tradition. Bei mir in der Familie, meine zwei Uropas waren im Bergbau tätig und dadurch kommt die Begeisterung dafür. Mein Uropa war auch im Bergbau und dadurch habe ich so ein bisschen Interesse entwickelt. Mein Uropa war genauso Bergmann und ich finde halt den Beruf sehr abwechslungsreich auch. Keiner der Azubis hat einen Vater, der im Bergbau beschäftigt war oder ist. Ja, wir hatten ja mit Wendezeiten die Lehrausbildung quasi vergessen. Ja, war ja bis 2004 war Ruhe. 2004 haben wir es wieder angefangen, weil die Betriebe gesagt haben, also ohne Nachwuchs, ohne Ausgebildeten, das kann man nicht. Ne? Und dann haben wir 2004 wieder angefangen, zum Glück. Die nächste Aufgabe, Fahrten stellen, also Leitern errichten wie zu Uropas Zeiten. Dass keiner der Azubis in Längefeld landen wird, schmerzt Hardy Wenzle. Dennoch, die Zahl der neuen Bergmänner wächst wieder. Tja, man lockt sie, indem man auf die Tradition schwört. Aber man kann ja auch locken, indem man auf die Perspektive schwört. Wenn den Bergbau wird es geben müssen. Die Leute brauchen ihre Rohstoffe, um ihren Lebensstandard zu halten. Und wer weiß, in ein paar Jahren wohnen vielleicht Leute unter Tage, weil es über Tage zu warm ist. Keine Ahnung. Also unter Tage hat die Riesenperspektive. Roberto Sachse ist auf dem Weg zu einer alten Kalklagerstätte. Als Vereinschef der Knappschaft Längefeld kümmert er sich auch um die Pflege des Altbergbaus. Der Weiße Ofen ist heute das größte Winterquartier für Fledermäuse in Sachsen. Für die Frühlingszählung trifft er sich mit dem Fledermausexperten Harald Tippmann. Ich suche da mal ein paar solche Fledermäuse, muss ich ein paar finden. Aber bestimmt ist diese mir. Denn richtig. Ich meine, die Flattermänner, ich sehe mal eine, aber wie die Dinger heißen, das müsst du mir dann. Aber die sind so runtergekillt, dass sie dir nicht um die Nase fliegen. Na Gott sei Dank. Die fliegen auch nicht in der Haare und saugen gar kein Blüm wieder. Gut, ich hab noch. Was ist das für eine? Und da haben wir schon die ersten. Alles Mausohren, alles Mausohren. Aber schau an, so habe ich sie lange nicht gesehen im Weißen Ofen. Zwei, vier, fünf, acht, zehn. Das hat man lange nicht. Also das begeistert mich selber auch. Schon fast 40 Jahre sorgt Naturschützer Harald Tippmann für die Fledermäuse. 7 verschiedene Arten hat er hier bereits entdeckt. Gügelmeier. Ja. Hier, da hinten. Das ist die graue Maus. Das ist eine Wasserfledermaus. Aha. Die Fledermäuse vertragen im Winterquartier weder Frost noch Zugluft, lieben aber Ruhe und eine hohe Luftfeuchte. Was für Gemälde unheimlich schädlich ist, ist in diesem Fall ganz offensichtlich perfekt. Also hier ist Platz für hunderte Henne in diesen Fledermausstollen. Fast 60 Fledermäuse haben sie heute gefunden. Im Winterquartier ist der Egosmit von der Fledermaus runtergefahren. Ich will nicht sagen auf null, da wären sie tot. Aber es sind vielleicht 4 Herzschläge in der Minute. Und das heißt, die pennen richtig, die machen richtig Winterschlaf. Und die haben ja keine Armbanduhr. Und dann fliegen die einmal raus, gucken, was draußen für Wetter ist. Und entweder sie sagen, nehmen wir hängen uns wieder rein. Oder sie sagen, na gut, der Frühling ist da. Schon in wenigen Tagen werden die Fledermäuse ausziehen. Und jetzt kannst du noch mal suchen, Roberto. Und ich würde sagen, ich habe auch eine gefunden. Marmor mit in Erzgebirge. Das gibt es immer noch und in ganz anderen Dimensionen als einst in Längefeld. Eine Stunde entfernt fördert die Firma Geomin in Hammer unter Wiesenthal Kalk. Über Tage und unter Tage. An der Lagerstätte wird der Marmor abgebaut und vorzerkleinert, ehe er zum Veredeln nach Längefeld gebracht wird, zum Arbeitsplatz von Steve Biedermann. Heute begutachtet er, welche Mengen und Qualitäten er in den nächsten Tagen erwarten kann. Wir haben ja vorgestern haben wir den Ort gebohrt, gestern gesprengt
sind heute früh weggefördert. Sie ist sozusagen schon nach Lengefeld gegangen. Und jetzt machen wir den nächsten Ort an der nächsten Stelle. Das gleiche wieder. 7 mal 4 Meter. Und wie viel Tonnen ist das ungefähr Abschlag? Zwischen 250 und 300 Tonnen, je nachdem, was nachheißt. Erzgebirgsmarmor genießt einen guten Ruf, der noch aus den Lengefelder Zeiten stammt. Und wenn die Baubranche boomt, dann boomt auch der Kalkabbau vor Ort. 40 Beschäftigte arbeiten hier im Zwei-Schicht-System. Das gesamte Jahr. Die Kundschaft reißt nicht ab. Der Absatz wird eher mehr jetzt. Genau, der Absatz geht ja durch die Decke. Da müssen wir sehen, dass wir hinterher bleiben, sowohl Untertage als auch Übertage. Im Sommer haben wir den Tagebau, im Winter bleiben wir in der Grube. Im Gegensatz zu Lengefeld wird der Kalk hier auch über Tage abgebaut. Jetzt im Frühling wird der Abraum weggebaggert, um im Sommer den weißen Marmor energiegünstig direkt unter der Sonne zu fördern. Das wird auf jeden Fall sehr gutes Material werden für die Werke. Ist ja eher plattig aufgebaut, also. Genau, bricht gut. Für unsere Zwecke optimal. Die Vorkommen sollen hier in Hammer unter Wiesenthal für die nächsten 40 bis 50 Jahre reichen. Hoffen die Betreiber und auch die Mitarbeiter wie Steve. Gibt es eigentlich keine Diskussion von der Qualität her? Sind auch keine schwarzen Bänder drin. Das können wir für Lengefeld. Danke, ja. Problemlos. Problemlos nutzen. Keine Störungen drin. Da kriegen wir ein gutes Endprodukt raus. Muss sagen. Egal wie weiß der Marmor ist, heute wird alles aus der Grube verwertet. Das Beste wird zu Feinsand, gutes Material zu Baustoff und die geringste Qualität geht als Füllmaterial in den Straßenbau oder wird zu Düngekalk für den Wald. Mit der letzten Fuhre des Tages fährt Steve Biedermann zurück nach Lengefeld. Hier hat sein Vater, Heiko Biedermann, mittlerweile den letzten Punkt seiner Museumstour erreicht. Mit dem Geologen verbindet den Steinhauer die Neugier, was sich im verlassenen Weißen Berg die Natur inzwischen zurückgeholt hat. Oh, liebe Zeit, so sieht's aus. Aber hier sieht man nur wirklich, das ist Altbergbau. Aber hier richtig. Kann man nichts mehr retten. Weshalb wir hier überhaupt nicht unter Wasser stehen, ist, dass der Ablaufschacht hier rechts unten noch intakt ist. Ein gefrorener Wasserfall hält hartnäckig dem Frühling stand. Ja, seit 89. Ja, 32 Jahre. Und da ist wahrscheinlich nie wieder was dran gemacht worden. Und trotzdem wittern die leidenschaftlichen Bergmänner am alten Förderschacht eine touristische Attraktion der Zukunft. Es war ja mal geplant fürs Museum, die wollten hier direkt einen Fahrstuhl einbauen. Aber der war wahrscheinlich halt so gefährdet dann. Wir wissen ja nicht, was das Welterbe noch alles so hergibt. Vielleicht ist das mal was. Na, vielleicht wissen die mal nicht, wohin mit dem Galten. Mit dem Welterbetitel verbinden die beiden Bergleute große Hoffnungen. Seit 2019 gehört das Kalkwerk Lengefeld zum UNESCO-Welterbe Montanregion Erzgebirge. Eine große Chance, historischen Bergbau für Besucher zugänglich zu machen. Noch eine Generation Biedermann. Siegfried Biedermann, Vater von Heiko, und Großvater von Steve hat seinen ganz eigenen Blick auf den Bergbau von Lengefeld. Ich sehe hier was Besonderes. Und zwar den Dornischen Schildfarn sehen wir hier. Der Dornische Schildfarn, wenn wir den von unten betrachten, die Sori nennt man das, oder die Sporen als Sori, die sind rund. Eine Seltenheit für dieses Gebiet. In der Bruchsohle, direkt unterm alten Kalkwerk, gibt es bereits nach wenigen Metern den nächsten Halt. Und nicht etwa, weil der über 80-Jährige außer Puste ist. Hier haben wir einen Streifen vorn. Dieser
bleibt normalerweise nicht wintergrün. Der scheint sich auch wohl zu fühlen hier. Für die Attraktionen des erwachenden Frühlings hat Senior Biedermann kein Auge. Ihn interessiert das Lengefelder Flächennaturdenkmal vor allem wegen der Orchideen. Vor 40 Jahren hat er sie hier unten entdeckt. Ein Gleiser hinter hier, große Steinlochen drin und hatten sich überall welche angesiedelt. Das ist eine Oase. Eine Oase, ja. Das gefleckte Knabenkraut ist eine Art, die Kalk liebt und hier in Massen findet. In wenigen Wochen wird ein Meer davon zu sehen sein. 6000 Orchideen hat Siegfried Biedermann allein im letzten Sommer gezählt. Und manchmal segeln auf den viel begangenen Besucherwegen auch ungeahnte Novitäten. Gerade wie hier auf dieser Fläche hier, in der Drittgesellschaft hier, die haben ja ein Kreuzblümchen unter Felschen. Wir haben das nicht, haben wir verkannt. Das ist der Podigalla amarella, ein ausgestorbener Ort in Sachsen. Ja, viel zu erkennen ist noch nicht hier. Aber hier, das ist schon die Besonderheit hier. Hier. Zwischendrin auch die Walderdbeere, ja, und dann die zahlreichen Moose hier. Von seinem Urgroßvater hat Siegfried die Begeisterung für die Pflanzen geerbt. Und die kleinsten davon sind ihm die liebsten. Die Moose sind eigentlich mein Spezialgebiet, wo ich mich spezialisiert habe. Man muss vorsichtig sein, dass es nicht zur Sucht wird. Es kann leicht zur Sucht werden mit einem Moosen. Von der Lengefelder Bruchsohle hinauf in die alte Umkleidekabine der Bergleute, in die sogenannte Kaue. Ein Familientreffen ist anberaumt. Deckel auf. Enkel, Vater und Großvater. Keiner von ihnen ist ausgebildeter Bergmann. Siegfried hat damals Schlosser gelernt und sich die Pflanzen als Ausgleichshobby zur Schichtarbeit gesucht. Steve ist Molkereifachmann und wollte im Kalkwerk nur ein Jahr zur Überbrückung arbeiten. Und auch Heiko kam als Quereinsteiger ins Kalkwerk, hat sich vom Hauer zum Steinhauer und Schichtführer hochgearbeitet. Für alle drei ist das Kalkwerk Lengefeld zum Schicksalsort geworden. Nur die ganzen Risse. Na, ich hätte mir sagen, das war ein ganzes Stück Lebenszeit von mir. Ja. Die Erinnerung, die kannst du auch nicht einfach wegwischen. Hier ist so viel passiert und mit so viel Erinnerung verbunden. Ich habe schon immer gesagt, ich habe es nie bereut. Ja, für mich ist es ein Segen, ich habe die Arbeit unter der Ecke. Ich verdiene nicht schlecht, also ich kann mich nicht beklagen. Ich bin schnell zu Hause, also was will man mehr? Seinen Job möchte Steve behalten, hier in Lengefeld. Aber das sieht im Moment nicht so aus. Deshalb macht er sich Sorgen um die Fortsetzung der jungen Bergbautradition der Familie. Er will nicht weg aus der Heimat, aber sein Arbeitsplatz soll verlegt werden. Ab mir dann mal nachrücken nach Hommer und Wiesenthal in der Aufbereitungsanlage. Sehe ich noch nicht so. Na, jemand muss es ja machen. Es wird jemand machen. Sollte ich so optimistisch in die Zukunft. Weil es tut sich ja immer wieder mal was Neues auf. Jedes Ende hat einen neuen Anfang. Eine Erfahrung, die Opa Siegfried Biedermann in seinem Leben schon häufig machen musste. Also dass der Kalk mal alle wird, das war von vornherein klar. Das ist also mit jedem Jahr hier Lagerstätte so. Ja, aber so, man kann das denn hier Welterbe, Kulturerbe hier, kann man das weiter, Museum und das Ganze hier, die ganze Pflanzenwelt, kann man doch hier. Ist doch einmalig sowas. Der neue Anfang hat hier im Kalkwerk Lengefeld schon längst begonnen.